Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Might and Magic 9 mit mir, dem Captain. Und ich befinde mich beim bisschen Dungeon Clear nachclearen, bevor ich mich in der Hauptquest weiterbegebe, indem ich mich hier in dieser Verhoffensruine auf den Ascheninseln befinde. Und hier noch ein wenig Das war beinahe zu leicht. die Reste wegclean-cleare, ne? Hier sind nämlich noch Leute. Der hier. Zum Beispiel. Die Tür geht nicht auf. Ja. So. Da ist noch eine Truhe. Eine Truhe unten haben wir schon gelöst. Hier sind auch noch welche Leute, glaube ich, oder? Hier, ne? Ah ja, hier sind noch die. Oh. Das nächste Mal ein Stern. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal ein Stern. Ja. Ihr könnt einfach drauf gehen. Genau. Oh, und sie kommen wieder. Hoffe, das nächste Mal ein stärkeres. Ich glaube, das war's. Hier ist eine Truhe. Sehr schön. Welcher Idiot hat das gemacht? Ja, ist doch egal, welcher Idiot. Hauptsache, wir sammeln das Zeug ein jetzt. So, die nächste Kiste geräubert. So. Ach, noch. Madame ist zwei Madames, Mensch. Ja komm, bleib doch mal stehen, Mädel. Komm, bleib stehen. Oh Mann. Hopp, 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 hopp. Oh, scheiße, ey. Mist, das war nicht gut. Und du sollst auch nicht das, das Schnellladen machen, sondern du lädst lieber das so. So. Okay, also es war wohl doch nicht so. Huch. Ach, da ist noch ein Zombie. Ach da, was kommst du denn von hinten, Schrecken? Gott sei Dank. Das ist aber auch eine schwere Geburt jetzt gewesen, glaube ich. Das war echt ein schwerer Treffer hier. So. Und du kannst jetzt mal, okay. Damit sind wir wieder voll. So, und damit haben wir, glaube ich, hoffentlich auch das tödlichste von den Monstern auch besiegt, glaube ich, ne? Oder sind die auch so schwierig? Oh, das war auch ein sehr übles. Und der hier dann auch jetzt, oder was?
Oh, Leute. Das habe ich getan. Oh, Glück gehabt. Ey, die sind ja jetzt noch so schwer gewesen. Was ist denn jetzt hier eigentlich passiert? Gut. Heilung, reinigen, Auferstehung. Auferstehung macht was? So, jetzt haben wir schon gleich keine Heilkraft mehr. Okay. Ja, ein Tempel hätte eigentlich mich auch manamäßig voll machen sollen, hatte aber das letzte Mal gar nicht gemacht. Deswegen ist das irgendwie komisch. Was für ein Stück Schrott. Die Resistenz, Waffenkunde, Fertigkeiten der Waffenkunde. 19 bis 22er Bogen. Loswerden. Ich reinigen, bin nicht kaputt. So Spaß für ein Stück Schrott. Oh. So, hingekriegt. Ich bin nicht zu stoppen. Ist wohl einiges kaputt gegangen. Ich weiß nicht wie. Lasst mich nochmal versuchen. Was für ein Stück Schrott. 12er plus Wahrnehmung 5. Ist das vielleicht was für dich? Nein. Tja, das hat nicht funktioniert. Ah, deswegen sind die auch nicht so gut. Ist alles kaputt hier, ne? Was für ein Stück Schrott. 13er, der Fratter. Okay, das heißt, den können wir verzaubern. Was für ein Stück Schrott. Dreifache Kraft. Was für ein Stück Schrott. Okay. Das konnte er jetzt nicht reparieren. Das kann ich nicht. Der Puzzlering lässt sich nicht reparieren. Und was ist bei dir? Schon repariert. Ein Goldring der Zauberkunst. Ist du sonst die Zauberkunst nicht hoch? Geistesmagie. Ach, das ist der von ihm hier wahrscheinlich, ne? Ja, der hier hat sonst die... Das war sein Ring. Ja, ist richtig. Da fehlt er auch. So, dir fehlt der Puzzlering. Schon repariert. 5 Ausdauer. Die kannst du gerne behalten. Hast du sonst irgendwas kaputt gekriegt hier? Ja, ein Giftungstrank. Ansonsten hat er alles dran. Du hast 2 kaputte Gegenstände. Ich habe es repariert. Jawohl. Schon repariert. Und das Platin-Amulett. Gut. Jetzt sind wir alle wieder bereit. Also das war schon ganz schön gefährlich gerade eben, muss man echt sagen. So, jetzt sind wir in dieser Ecke. Krieg das nächste Mal ein stärkeres. Und wieso ist hier noch immer noch einer davon? Resistenzpunkte. Ach so, da drüben die Kiste unten habe ich ja schon festgestellt. Stimmt. So. Hier sind wir auch durchgekommen.
Da vorne sind noch jede Menge Gegner, die sich alle hier tummeln oder was? Ach, da vorne drin, ne? Stimmt. Ob das nächste Mal ein Stern ist. Was? Wo sind sie denn jetzt hin? Hier sind auch wieder welche da. Das war beinahe zu leicht. Kommen die jetzt hier immer rein oder was? Hä? Wo ist denn der? Ach, da kommt noch mal einer. Okay. Das nächste Mal ein stärkeres schicken. Ist hier noch einer? Ach, da ist er. Der Skelettmeister, den habe ich noch nicht vermisst. Stimmt. Wir durchforsten hier jetzt echt alles. Noch ein Grauen. Okay, komm. Ja, ist gut. Komm. Wir töten dich. Genau, das Grauen ist nicht ganz so schlimm wie das Schrecken. Und es hat sogar einen Ring bei sich. Ich fürchte, die roten Skelette haben sich meiner Kontrolle entzogen. Ich hätte wissen sollen, dass diese gelbbräuchlichen Feiglinge, die ich vor den usanischen Armee angeheuert habe, nicht zur Verwandlung geeignet sind. Ich verstehe nicht, was mit meinen Soldaten los sind. Ihre Laune wird jeden Tag düsterer. Neulich sagte einer der Divisionshauptleute zu seinem Vorgesetzten, er habe das Gefühl, in ein blaues Loch zu fallen. Ah, rot, gelb, blau. Vielleicht hat die Kraft, die ich ihnen eingeflößt habe, ihre Seelen zerstört. Dann bekämpfen sie sich gegenseitig. Beide grün im Gesicht vor Neid. Hätte es mir nicht für Genügen bereitet, sie kämpfen zu sehen, hätte ich das Ganze vielleicht unterbunden. Doch die Männer hatten ebenfalls ihren Spaß und ich beobachtete, dass nicht wenige Wetten mit dem Ausgang des Kampfes abgeschlossen wurden. Gefunden in einem barbaren Gebiet namens Shedian. Es war ein orangefarbenes Metall, das ein wenig wie Gold aussah. Durch meine Experimente, ich habe herausgefunden, dass die Verzauberung eignet. Ich denke, ich werde mehr davon erfahren müssen. Also rot, gelb, blau, rot, gelb, blau, grün, orange. So. Rot, gelb, grün, orange. War da nicht irgendwo hinten so ein Pentagramm, wo auch so Farben waren? Vielleicht muss ich die in einer bestimmten Reihenfolge nochmal anklicken, um noch irgendwas Besonderes zu bekommen. War hier nicht irgendwo noch eine Kiste oder irgend sowas, wenn da was Blaues auf dem Boden liegt? Nee, scheinbar nicht. Okay.
Das waren auch die schweren, ne? Ja, das waren auch die schweren, deswegen ist jetzt auch schon wieder einiges kaputt, glaube ich. Und hier liegt ein Schlüssel. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, den ich auch das letzte Mal schon hatte. Da habe ich mir den Schlüssel, glaube ich, einfach ganz schnell geschnappt. Loswerden. Loswerden. Giftwolke eines einfachen Speers. Jagerachst. Können wir versuchen zu zaubern. Ein Puzzlering. Verzaubern. Oh, der Dunkelbogen lässt sich. Ich habe es repariert. Reparieren. Dann kann ich ihn wieder ausrüsten. Loswerden. Was für ein Stück Schrott. 11 bis 26. Okay. Ein Speer. Können wir auch versuchen zu verzaubern. Oh. Ketten. So. 20 Resistenz gegen geistige Magie. Extra. Okay. Jawohl. Gut. Tschüss. Gucken wir mal, haben wir irgendwas kaputt gekriegt? Ein Stab der Funken. Schon repariert. Göttliche Heilung. Sieht's bei dir aus? War hier irgendwas noch kaputt? Oh, bei dir war es die Platte. Ist die Platte kaputt? Ich habe es repariert. Gut. Bei dir irgendwas kaputt? Nee. So, hingekriegt. Hey, gut. Uiuiuiui, das ist jetzt aber. Oh oh. Ich würde sagen, wir sind hier aber auch, glaube ich, langsam fertig, oder? Wir müssen hier echt erstmal ein bisschen rumheilen, ne? So, jetzt sind wir erstmal alle drei aus dem roten Bereich raus. Okay. Zack, zack. So. Und ich auch noch. So, jetzt sind wir erstmal alle wieder grün. Das war eine Heilorgie. Diese Massenheilung, die gibt es scheinbar nicht mehr hier, ne? Ja, die gibt es scheinbar nicht mehr. Aber ich habe hier jetzt auch wieder einiges, was ich verzaubern kann. So. So, jetzt können wir nochmal gucken nach den Viechern, die wir hier im Wasser noch finden könnten. Waren hier nicht irgendwelche Viecher hier hinten drin? Hier. Rot. Nee. Ich glaub dir kein Wort.
Ups, die Tür ist umgefallen. So, da hinten war noch diese eine Tür, die nicht aufging. Ich glaube, das war diese hier, ne? Ja. Genau, das war doch klar. Hier ist noch so ein Viech gewesen. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal ein stärkeres schicken. Okay. Alles klar. Haben wir eigentlich diese Quest jetzt noch mit den... Nee, haben wir nicht. Wir haben die ganzen Quests mit den Banken gemacht. Das hier haben wir jetzt auch durchforstet. Das heißt, jetzt können wir eigentlich uns aufmachen, nach Jorvik zu gehen, ne? Aber erstmal gehen wir... nach Thronheim. Denn in Thronheim können wir uns nochmal ausbilden. Und wir können nochmal den ganzen Scheiß verkaufen. Und wir können auch nochmal Gegenstände jetzt verzaubern, würde ich sagen, ne? Wenn wir nämlich noch ein paar Gegenstände verzaubern. Nein, nicht das. Da ist verzaubern. So, zum Beispiel hier diese Axt. Gucken wir mal drauf. Der Flamme. Fügt zusätzliche Elementarschäden zu. 11 bis 26. Gehört zu Speer. 11 bis 26 und 3d6 dazu. Oh, Entschuldigung. Okay, ist nicht besser als das, was ich schon habe. Und hier. Der hier aber noch. Kann der, hat der auch Speer? Nein, der hat Speer nicht. Naja, gut. Dann jetzt halt diese Axt. Vampir, ein Drittel des irgendwas. 7 bis 22. Dann haben wir nochmal so eine Axt. Der Zauberkunst. Elementarer Magie 3. So eine Hiebwaffe. Ein Speer. Okay, wir haben zwei Ringe noch. Wir haben einmal Schuhe. Und einmal Hände. Ja. Speichern. Dann versuchen wir es mit denen auch nochmal. Was Ordentliches bei rauszubekommen. So, der Ring. Zehn. Mhm. Also. Einfach nur ein bisschen was an Elementarwiderstand. Puzzlering der Flinkheit. Ausweichfertigkeit 5 Stufen. Was für ein doof. Was für ein doofer, sinnfreier Kram hier. Komm. Okay, gucken wir, probieren wir es nochmal anders. Dann den Puzzlering zuerst. Der Gegenstandskunde, Gegenstandidentifizierung 3. Gegenstandidentifizierung 1.
Okay. 3. Hat er jetzt 10. Wunderbar. Kriege ich doch gut was hin. Sehr gut. Jetzt noch den Eisenring. Dass der noch ordentlich wird. Zumindest eine gewisse Verbesserung jetzt gerade gewesen. Auch wenn ich im Gegenstände identifizieren jetzt nicht wirklich Probleme hatte. 5 Resistenzpunkte gegen Geistesmagie. Ja, komm, kriegst du. Die Schuhe des Todes fügt dunkler Magie 5 Fertigkeitsstufen hinzu. Fügt Ausdauer 5 Punkte hinzu. 13, 6. Ich würde sagen, das ist was für dich. 6 mit 5 Ausdauer. Magie. 11, 9. Nö. Und hast du dunkle Magie jetzt auch? Sehr schön. Gut. Weiß zwar nicht, wie wichtig das ist, aber kann helfen, ne? Und jetzt den letzten. Pfote der Flinkheit. Ausweichwert. Ach, schon wieder. Ja gut, dann wird sie nur verkauft. Weil Ausweichen brauchen wir nicht. Oh, wir haben 5.54 Uhr. Ups. Wir sollten schnell in den Laden gehen, bevor er zumacht. Braucht ihr vielleicht Rüstungsgegenstände? Nein, wir möchten uns Waren im... Ach so, scheiße. Was für ein Stück Schrott. Waffenkunde um 3. So, ich brauche hier allerdings meinen Handelsgürtel. Braucht ihr vielleicht Rüstungsgegenstände? Ja, genau. Damit wir nämlich jetzt schön verkaufen können. Zack, 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 zack. Das waren immerhin nochmal 17.000 Geld. Immerhin, ne? Gut. Ich hoffe, ich kann mich jetzt auch noch ausbilden. Nicht, dass der sagt, es ist zu. Sucht ihr Ausbildung? Ja. Okay. Steve, Ober, Bosch und Watson. Ah ja, und 2 hätten gleich nochmal ausgebildet werden können. Oder noch nicht viel. Es fehlt jedenfalls nicht viel für die nächste Ausbildung. Was sehr schön ist. Denn die hatten ja auch noch eine... Naja, Bogenmeister hat er jetzt auch. Gut. Körpertraining. Paladin, kannst du Großmeister werden. Waffenkunde. Großmeister. Ermöglicht
Ermöglicht zweiter Nahkampfangriff. Das kann aber nur der Gladiator machen. Nein, Katze, bleib mal bitte hier weg, ne? So. So, Rüstung kannst du. Verdreifachte Fertigkeitspunkte werden zur Rüstung gezogen. Keine Erholungsstrafe. Du hast nur 9 Punkte, dann kannst du eh nicht wirklich viel was anfangen mit 9 Punkten. Ja, mit 9 Punkten kannst du eh nicht viel anfangen. Du hast 8 Punkte. Du brauchst 9, um die Wurfwaffe weiterzumachen. Okay. Du hast 30 Punkte. Erstaunlich, dass du so viele Punkte hast, weil ich die alle gesammelt habe, weil ich nicht weiß, was ich bei dem hier mit den Punkten machen soll, ne? Gegenstand identifizieren brauche ich gar nicht. Ich habe genug, ich krieg das ohne Probleme hin, ne? Meditation, ne? Wirkung verfünffacht, dass ich hier... Ja, Meditation, ne? 8, 9, 10. So, damit habe ich, kann ich Großmeister Meditation werden. Sehr gut. So, du hast 11 Punkte. Du kannst Hiebwaffe jetzt Meister werden. Zack. Und du kannst Bogen weitergehen. Waffenkunde noch? Nein. Körpertraining? Nein. Meditation kannst du auch Großmeister werden. Du solltest aber Bogen auch auf Meister schaffen, damit du 2 Pfeile abfeuern kannst. Rüstung könntest du natürlich auch hier. Strafpunkte halbiert, okay. Machen wir den Bogen hier, so. Ach, mir fehlt ein Punkt, okay. Aber Hiebwaffe kann ich jetzt Meister machen, das ist gut. Und Meditation Großmeister, also muss ich... Meditation Großmeister ist doch, glaube ich, in... Wo war denn der Meditationsgroßmeister? Ach, der war auch auf Lindisfarne. Ja, natürlich. Okay. Ach. So ist das halt. So kommt man von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Okay, abspeichern, damit wir es nicht nochmal alles machen müssen. So. Gut, dann fangen wir an mit... Wir portieren uns nach... Drangheim, genau. Was machst du eigentlich noch hier? Willst dich am Krieg nicht beteiligen, ne? Der Hiebwaffen ist hier drüben, ne? Da bist du. Wurfwaffen. Ach so, Wurfwaffen. Ja, jetzt habe ich Meditation genommen. Wozu? Wozu sollte ich denn da jetzt Wurfwaffen noch nehmen, ne? Klinge? Nein. Hiebwaffen. Meister. Zack. So. Jetzt ist er wenigstens auch nicht so schlecht mehr. 23, 28, 40. Und hat eine Möglichkeit, bewusstlos zu schlagen. Alles klar. Wie kommen wir jetzt weiter? Wie kommen wir jetzt weiter? Welchen Level haben wir jetzt eigentlich? 39. Es fehlt aber auch echt nicht mehr viel für Level 40, ne? Hier fehlen noch 11.000. Ja gut, das ist noch eine Menge. Aber gut. Jetzt gibt's, jetzt muss ich irgendwie nach Lindisfarne kommen. Komme ich von Gubberland aus, ne? Ja, von Gubberland.
So, einmal hier rüber. Ja, genau. Von Gubberland kann ich dann nach Lindisfarne, da werden wir noch Großmeister der Meditation. Und nach der Großmeister der Meditation suchen wir Jorvik auf, ne? So. Ach, hier sind wir. Mhm. So, hier runter gehen. Oh, Mizi, was machst du denn jetzt schon wieder? Hä? Ja, du kriegst auch noch was zu essen. Guckt mich vorwurfsvoll an hier, hä? So. Wollt ihr heute mitfahren? Ja, bitte. 6 Tage nach Frostgard? Nein, danke, das machen wir nicht. Wir suchen jetzt bis zum Morgengrauen. Wollt ihr heute mitfahren? Ja, bitte. Nein, auch nicht nach Drangheim. Ja, bitte, Sturmfort, nein. Wollt ihr heute mitfahren? Ja, bitte. Lindisfarne, genau, wunderbar. Da will ich doch hin, nach Lindisfarne. Oh, meine, ja, und jetzt ist wahrscheinlich auch mein... Schwarze Magie. Wahrscheinlich ist jetzt auch mein Leuchtfeuer weg, ne? Ach, wo bist du denn? Das letzte Mal bist du mir auf den Sack gegangen. Und jetzt? Großmeister der Lichtmagie. Hast du das? Geistesmagie? Mann. Ist hier nix. Also das letzte Mal bist du mir voll auf den Keks gegangen mit deiner. Mit deiner Meditation. Was ist mit dir? Nee. Hier. So, vielen Dank. So, 741 Mana-Punkte. Sehr schön. Jetzt haben wir hier eine schöne Übersicht. 500 Leben, 600 Leben, 350, 450. Okay, gut. Du hast echt wenig Mana hier, ne? Er hat richtig viel im Vergleich zu dir. Naja, gut. Egal. Okay. Ich würde sagen, wir düsen wohin? Wohin willst du uns schicken? Wollt ihr mitreisen? Ja, bitte. Heute gibt es kein Boot. Alles klar. Dann müssen wir zaubern. Zum Zaubern. Dann müssen wir nach Frostgard, ne? Oder wo war der Tunnel? Wo war denn der Tunnel jetzt nochmal gewesen? Oder war der hier? Ach, der war hier, glaube ich, gewesen. In Frostgard war was anderes noch. Ach, okay. Ja, gut.
Ja, deswegen sind sie von hier aus auch weg, ne? Da oben muss aber irgendwas sein, ne? Weil der sagt mir ja, dass da auch eine Kiste ist. Aber wie komme ich denn da hoch eigentlich? Kann ich da irgendwie hoch? Nee. Schade. Es wäre noch schick gewesen, da hochzukommen. So, bitte nicht auf die Tastatur legen, Katze. Danke. Das macht die immer gerne. Die legt sich hier extra immer so hin, dass sie dann so... Was war das? Hier, du sollst die Tasten in Ruhe lassen. So, hier kann ich raus. Alles klar. So, unsere... Trefft euch mit der Armee in Jorvik. So. Werdet zum Licht, kann weg. Überlebt die Ausbildungshalle. Funktioniert nicht. Erlegt den Drachen. Zu schwierig. Vielleicht auch nicht mehr zu schwierig, aber es ist, glaube ich, auch unwichtig. Beschafft euch die schwarze Kugel des Wissens. Ja, das können wir noch machen. So, das machen wir, wenn wir in Jorvik sind. Wenn wir uns mit der Armee in Jorvik eh treffen müssen, kann ich auch in Jorvik das Zeug holen, ne? Das heißt wahrscheinlich, dass ich eh noch ein bisschen hin und her reisen muss. Ja, ist ja gut. Bleib da, Katze, ne? So. Ach genau, hier oben war... Das ist der Tunnel nach Jorvik. Hier oben ist der, genau. Da ist der Tunnel nach Jorvik gewesen. Ja. Wichtig nur, dass wir das jetzt machen. Und dann setzen wir drüben erstmal ein Leuchtfeuer. Damit wir auch schnell hin und her teleportieren können, zwischendurch und nicht mehr diesen Weg hier über diese Schlucht und sonst was wählen müssen. Eigentlich hätte ich in Lindisfarne auch ein Leuchtfeuer setzen müssen. Aber okay, gut. Habe ich jetzt nicht gemacht. So, hier drüben sind zumindest ein paar Gegner. Katze, jetzt hast du die Maus gedrückt, ey. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal erstärker. Das war beinahe zu leicht. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal erstärker. Und das nächste Mal erstärker. Oh, ein Gürtel. Oh, was ist hier? Solche... Ein Kleeblatt, sehr schön. Das reicht für die, alles klar. Was haben wir hier jetzt gesehen? Schriftrolle der geteilten Lebenskraft? Was für ein Stück Schrott. Ein Prinzengürtel, jawohl, den kann ich verzaubern. Loswerden. Fügt damit eine Fertigkeit. Ach so, ein Rüstung. Was für ein Loswerden. Glücksklee, ich glaube, den kannst du brauchen. Was für Furcht, wütende Insekten. Okay. Dir fehlt eh ein Punkt, damit du Bogen besser machen kannst noch. So, dann hast du Bogen auf 5. Du sollst Bogen ja auch auf 7 bringen. Und da drüben ist noch eine Truhe. Welcher Idiot hat das gemacht? Noch ein Prinzengürtel.
Ohne irgendwas dran, sehr schön. Fügt Achter, fügt Glück 15 hinzu als Helm. Macht 15. Achter mit fügt Glück 15 hinzu. Ne, haben wir alles schon. Ist nichts Besonderes. Nichts Besonderes hier. Aber da drüben ist noch irgendein Zaubertyp. Das war beinahe zu leicht. Was? Annelied? Was ist denn Annelied? Der Typ oder was? Loswerden. Ja, Schriftrolle der wütenden Insekten. Da hinten sind noch mehr. Das war leicht. Das war leicht. Das nächste Mal ein stärkeres. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal ein stärkeres schicken. Na gut, wir nehmen jetzt erstmal den ganzen Scheiß mit. Was hier alles ist. Jetzt haben wir auch vor allen Dingen schon wieder so viele Lebenspunkte, ich wollte sagen, Erfahrungspunkte gesammelt, dass wir sogar schon fast wieder aufsteigen konnten. Und hier gibt es einmal was zu essen, oder? Nee, es gibt hier eine Truhe. Welcher Idiot hat das gemacht? Okay, ein Meteoritenstein. Vielleicht reicht's ja noch. Vielleicht ist ja noch eine Gruppe hier. Irgendwo da drüben sehe ich noch ein Viech. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal ein stärkeres schicken. Was haben wir hier? Noch ein Gürtel und noch ein Schild. Und bis auf einen, bis auf einen können wir jetzt eigentlich alle nochmal upgraden, nochmal lernen lassen. Also wir müssen noch irgendwo ein paar, naja gut, dann gehen wir da durch und lernen in Jorvik vielleicht, ne? Falls es in Jorvik was zu lernen gibt, ne? Dann ist es halt so, dann lernen wir halt erst in Jorvik. So, abspeichern. Gucken wir uns nochmal an, was wir hier Schönes gefunden haben. Was für ein Stück Schrott. Der Zerbrechlichkeit. Oh, göttlicher Eingriff. Lichtgroßmeister. Experte. Normal. Das wird nützlich sein. Sehr schön. Was für ein Stück Schrott. Loswerden. Soldatengürtel zum Verzaubern. Loswerden. Loswerden. Feuersäule. Loswerden. Blitzstrahl. Was für ein Stück Schrott. Segen. Loswerden. Was für ein Stück Schrott. Gut, haben wir doch alles erkundet. Dann ab jetzt in die Tunnel. Ab nach Jorvik. Reise wird einen Tag dauern. Sind Sie sicher, dass Sie nach Connecting Tunnel reisen wollen? Ja. Gemütlich ist das hier. Was haben wir denn hier?
Okay. Das soll wohl Leute daran hindern, in das letzte Gebiet zu gehen, wenn sie nicht den richtigen Level haben, hä? Vielleicht solltet ihr das nächste Mal ein stärkeres schicken. Wird mich jetzt nicht aufhalten hier, ne? Ein paar Flegel. Zauberbuch. Was für ein Stück Buch Schrott. Entfernen. Was für ein Loswerden. Großmeister Morgenstern. Loswerden. Alter Flegel. Was für ein Stück Schrott. Ja, ganz genau. So sehe ich das auch. Nur Schrott. Ah, so sieht das aus. Okay. Watson gewinnt einen Gegenstand. Ach komm. Reinige dich gleich mal wieder. Was hat denn Watson für einen Gegenstand gekriegt? Einen roten Stein mit roter Farbe. Ach, das ist das immer mit ich wasche Steine. Ach, okay. Jetzt weiß ich auch, was das immer sollte. Da war dann immer ich wasche Steine. So, wir machen uns mal ein bisschen Licht. Fackellicht. Sehen aber trotzdem nicht viel mehr, aber hier oben rum geht es auch noch lang. So. Durchsuchen wir mal die Dunkelheit hier. Da oben, da scheinen. Wenn ich schon mal hier drin bin, werde ich auch gleich aufräumen. Aha, eine Truhe. Welcher Idiot hat das gemacht? Ja, okay. Ist nichts Besonderes in der Truhe drin, aber macht nichts. Abspeichern nach der Truhe. Das war klar hier. So, ansonsten ist hier nichts. Vor mir sollten noch Viecher sein. Ah. Weil es hier ja so rumgeht. Und noch ein Runenstein, sehr schön. So. Genau, ich sehe überhaupt nichts hier. Das ist so duster. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal erstärken. Aber wenn hier die Toten das bewachen, muss es vernichtet werden hier. Bevor die anderen, die mit ihrer Armee auch hier durch sind. Was loswerden? Loswerden? Was für ein Stück Schrott? Was für ein Stück Schrott? Oh, ein Platin-Amulett. Was für ein Loswerden? 6 bis 16, Lichtmagie 5. Geistmagie 5, okay. Schade. Loswerden. Was für ein Loswerden? Loswerden. Jetzt gehe ich zurück.
das sind die Feinde, hä? Die Hauptfeinde, die schon vorgedrungen sind bis zu mir. Jedenfalls scheinen die etwas neuer zu sein, ne? Das, ich meine, die habe ich ja schon bei dem Eingang da gesehen, aber... Ui, eine richtige Armbrust. Loswerden, loswerden. Loswerden. 13 bis 23, Geistesmagie, Fertigkeiten 5. Lichtmagie-Fertigkeiten 5. Mhm. Geistesmagie-Fertigkeiten 5. Moment. Geistmagie 5. Der Bogen. Morgenstern des Seins. Lichtmagie-Fertigkeiten. Kann es sein, dass ich die einfach nur austauschen muss jetzt? Hier. Geistig. Und da ist Licht. Der Morgenstern des Seins 6 bis 16. Ja, die muss ich nur austauschen. Alles klar, Morgenstern und das. Licht und Geist. Licht und Geist. Ich musste sie nur austauschen, alles klar. Aber jetzt habe ich Geist hier oben auf den hier. Das ist auch gut. Fügt geistiger Magie 5 hinzu. Moment. Ach, wozu? Komm, hier kann ich doch gleich eine Verbesserung durchführen. Komm. Den weg und durch den ersetzen. Ja, natürlich, ist doch um ein Vielfaches besser. Und anstatt hier jetzt komm, du bist doch im Kämpfen eh nicht so gut. So, aber vielleicht bringt dir das was, wenn ich das mal tausche, wenn ich dann dir irgendwann noch den besseren Wurfstern gebe. Von ihm hier, ne? Oder die bessere Wurfwaffe, die hier zum Beispiel. Können wir mal machen. Heben wir uns mal auf, wenn wir geistige Magie nicht mehr so viel brauchen. Dann haben wir doch schon was Schönes jetzt gleich wieder hier drin gefunden. Ideal. Weiter geht's. Und wir müssen weitergehen. So, hier geht es irgendwie nach oben. Und wir haben wieder Licht. Das ist gut. So. In die Richtung kommen wir zurück. Das ist dann der andere Weg, ne? Der offensichtliche. Du bist derjenige, der am schwersten besiegen ist. So. Plattenpanzer. Ah, noch ein Gegenstand gefunden. So. Dabei kam ich her. Alles klar, sehr schön. Was haben wir gefunden hier eigentlich? Also, das ist schon das Loswerden. Loswerden. Was für ein Stück Schrott. Ja, okay, danke. Schrott, alles klar. Weiter geht's. Die Tunnel nach Jorvik. Jetzt gehen wir mal hier unten rum lang. Oh,
Und trotz Fackel sehen wir hier nicht viel. Was ist das denn hier? Ein richtiger schwarzer Vampir oder was? Gut, ein grüner Vampir. Skelettmeister. Schick das nächste Mal ein stärkeres. Okay. Da ist sogar ein roter Beutel. Kommt da unten etwa noch ein Kampf? Gut. Kettenpanzer Glücksklee. Schick das nächste Mal ein Stärke. Noch ein Dolch. Und hier ist noch einer hier oben, ne? Ich weiß zwar nicht, was es hiermit jetzt auf sich hat, aber es ist nicht sehr fein, würde ich sagen, ne? Bevor ich irgendwas angrabble, abspeichern. So, jetzt gucken wir mal. Eine schwarze Truhe im Saal. Welcher Idiot hat das gemacht? Spencers Gehorsam. Eine Keule. Alles klar, die nehmen wir mal mit. Die wurde hier also bewacht. Ein Gegenstand. Ja, du wirst gleich gereinigt. Kein Problem. Du sammelst jetzt erstmal alles ein hier. So, und jetzt kannst du nochmal gereinigt werden. Zack. So, dann geht's dir nämlich auch gut. Loswerden. Was für Loswerden. Loswerden. Was für ein Glücksklee. Was für ein Stück Schrott. Eine Flamberge. Was für ein Stück Schrott. Loswerden. Schriftrolle des Leuchtfeuers. Loswerden. Totenkultschwert. 11 bis 19. Okay. Was für ein Stück Schrott. Loswerden. Hiebwaffe. Einen zusätzlichen. Spencers Gehorsam. Hiebwaffe. 33 bis 57. Mit dieser Keule hielt General Spencer seine Truppen im Zaum. Oft fand er sie beim Kartenspielen statt auf ihrem Posten. Also gab er diese magische Keule im Auftrag, um die Soldaten zur Pflicht zu inspirieren. Sie hat sich sehr bewährt. Wirkung plus 10 Schnelligkeit. Sehr schnell von Jitterburg. Mhm. Okay. Du hast Hiebwaffe 10. Zweifacher Angriff und Schaden. Du hast hier nur die hier. Kein extra Schaden. Du hast das hier. 10 bis 18. Und die hier. 9 bis 27. Und die Keule hier ist 33 bis 57. Alles klar. Also kann die hier weg. Das ist ja schon ein Minimum. Kann ich nicht gebrauchen. Kann ich nicht gebrauchen. Ah. Das ist eine Zweihandkeule. Okay. Alles klar. Gut. Schade. Kann er sie vielleicht benutzen, wenn er die wegtut? Ja, er kann sie benutzen.
Auf der Fläche kann er... Ach so, okay. Kann er die vielleicht auch mit dem Schild benutzen? Das wäre natürlich gut. Ja, sehr schön. Sehr genial. Hiebwaffe. Jetzt hat er diesen Hammer hier, 13 bis 25 als Hiebwaffe, die besonders viel Schaden macht. Und die kann ich jetzt doch bestimmt... Und zusätzlichen Schaden noch. Das macht der auch. Tut mir leid. Tut mir leid. Ah, das ist auch so eine... Das ist auch so eine Hiebwaffe, die man... Aber mit Hiebwaffen... Ach so, nein! Hiebwaffen können nicht in die zweite Hand gelegt werden, sondern nur hier vorne, 10 bis 18, deswegen, natürlich, ja, 9 bis 27, da ist richtig, 10 bis 18, wären 20 bis 36, okay, gut, das ist, nee, dann ist das ja auch, dann, warte mal, dann, pass auf, dann, behältst du den? Dann kann der hier nämlich... So. 65 bis 89. Du kannst die Waffe haben. 28 bis 40. 23. Ist aber komisch, eigentlich wäre die prädestiniert für ihn auch hier. Aber er hat so einen schlechten Wert. Zweifacher Angriff und Schaden, das ist natürlich besser. Dadurch wird die zigfach besser, ne? Das ist eine 10 bis 18er Klingenwaffe. Die sonst bei niemandem wirkt hier, ne? Die haben Hiebwaffe, 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 Klinge und Speer. Ja, gut. Den Glücksklee hebst du auf. Du brauchst nämlich am meisten Punkte noch. So, dann haben wir jetzt die ganzen Sachen auch gefunden. Eine schöne Truhe, wo es weitergeht. Es geht weiter. Dort weiter oben. Abspeichern. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn, sagt der Captain.